feeling like Will. I think I'm a prince, I'm feeling myself. I'm loaded with bills, cause I wasn't blessed with no Uncle Phil. Und damit Glück auf und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem YouTube-Channel. Der Schalke innerhalb von 5 Tagen 8:1 auf die Socken bekommen von Hoffenheim. Gipfelte dann gestern Abend in diesem 5:1, in dieser Klatsche im Pokal. Und heute Morgen musste Frank Kramer dann seine Sachen packen. Vorerst übernehmen Bujo und Matthias Kreuzer die alltäglichen Traineraufgaben auf Schalke. Leiten bis auf weiteres, bis ein neuer Trainer ist, jetzt erstmal auch die Trainingseinheiten. Und so wie es ausschaut, wenn kein neuer Trainer in den Startlöchern steht bis dahin, sitzen sie auch am Sonntag in Berlin auf der Trainerbank. Das Projekt Frank Kramer also auf Schalke gescheitert. Durfte allerdings auch kein Trainerstab mitbringen, also keine Entourage. Das soll laut verschiedenen Medienberichten jetzt anders sein beim neuen Trainer. Man beschränkt die Trainersuche da nicht auf jemanden, der damit klarkommt, niemanden mitbringen zu dürfen. Und uns als Schalke-Fans bleibt natürlich nur zu hoffen, dass Bujo da nochmal etwas entfachen kann und ein Feuer in den Spielern entzünden kann und alle 200% aus sich rausholen, denn was wir die letzten Wochen gesehen haben, das war alles andere als Bundesliga-tauglich. Und damit gehen wir jetzt rein in die Spielprognose. Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04. Und damit Glück auf und herzlich willkommen hier Sonntag 17:30 im Olympiastadion in Berlin zur Partie Hertha gegen den S04. Hertha, der Tabellen-15. empfängt Schalke, den Tabellen-17. Schalke, die zweitwenigsten Punkte, die zweitschlechteste Offensive, die zweitschlechteste Defensive. Was soll hier Mut bringen? Eigentlich nur die Trainerentlassung und vielleicht ein Impuls daraus. Denn heute sitzen Mike Büskens und Matthias Kreuzer erstmal auf der Bank interimsweise, bis ein neuer Trainer gefunden ist. Ja, und bei Hertha ganz klar, da geben die letzten Auftritte auf jeden Fall hier den Impuls und die Hoffnung, denn Hertha hat sich gut verkauft, viele Punkte geholt gegen Teams auch aus oberen Tabellenregionen und letzte Woche fast nach einem 0-3-Rückstand gegen Leipzig noch zurückgekommen. Am Ende stand es dann 3:2. Und so stößt Schalke den 11. Spieltag in dieser Bundesliga-Saison an, auswärts. Es ist angerichtet, Schalke muss heute. Jetzt Drexler, Terodde kriegt den Ball da fast durch, nochmal raus auf die Außen. Brunner, den Ball in die Mitte. Larsson nochmal durch für Drexler. Dominik Drexler probiert's. Aus spitzem Winkel, 11. Spielminute. Gut gespielt und dann, ja, der Schuss. Vielleicht ein bisschen überhastet, bisschen umplatziert. Ovejan in die Mitte, Larsson. Ah, Brunner dazwischen, kein Problem. Und ein langer Befreiungsschlag. Bülter, Terodde. Ganz rüber für Drexler. Das sieht gut aus. Kral. Und dann Bülter. Probiert's. Schalke kann natürlich auch nicht über Nacht. Nur durch eine Trainerentlassung kann sich nicht das komplette Spiel ändern. Aber zumindest will die Mannschaft. Und sie spielen offensiver als in den letzten paar Wochen. Kaum sag ich's. Erster Abschluss für die Hertha. Jovetic prüft Schwolo. Jetzt hat die Hertha hier wohl Blut geleckt, denn sie kommen wieder mit Luke Bacchio. Nächster Ball auf Jovetic. Nächster Abschluss. Nächste Parade, Schwolo. Plattenhardt. Luke Bacchio. Er muss doch mal einer rangehen, Mensch. Schalke jetzt hier eingeschnürt, kurz vor der Halbzeit. 41. Schon der dritte gute Abschluss der Hertha. Und bis jetzt kann sich Schalke bei Schwolo, dem Ex-Herthaner, bedanken, dass es hier noch 0:0 steht. Marco Richter in den Rückraum, dann wieder vor, Kempf, Luke Bacchio, wieder Schwolo. Hertha gegen Schwolo. Richter geht jetzt mal in den 16er rein. Kurz und wieder Schwolo. Sieger im 1-gegen-1-Duell gegen Jovetic. Verrückte erste Hälfte und dann sehen wir es nochmal. Schwolo beschwert sich bei den Vordermännern. Muss ich denn hier alles alleine machen? Bis jetzt muss man sagen, ja, musst du, Alex. Schalke kam hier gut aus der Kabine, Hertha hat dann aber das Heft völlig in die Hand genommen und es hätte schon ein, zwei Mal klingeln müssen. Schalke kann sich also bei Alexander Schwolo bedanken, dass es hier noch 0:0 steht. Aber noch eine ganze Halbzeit wird das so nicht gut gehen. Da muss sich jetzt nochmal einiges ändern. Bujo und Matthias Kreuzer müssen sich was einfallen lassen. Zweiter Durchgang, keine Spielerwechsel auf beiden Seiten. Eine halbe Stunde hier noch zu gehen.
Schöne Passstaffette und jetzt Drexler. Terodde kommt nicht an Kempf vorbei. Kein Foul, weiter geht's. Das geht besser und jetzt Plattenhardt. Schon am Brunner vorbei, nochmal zurückgelegt. Richter, Suazerda, Jovetic und jetzt kann Schwolo nicht mehr halten. 1:0 für die Hertha. Da viel zu einfach, da wie Hertha in den 16er reinkommt. Und am Ende ist es Jovetic. Der kann sich die Ecke aussuchen. Keine Chance für Alex Schwolo. Toussaint. Oh, Suazerda wieder auf Jovetic und Schwolo hält. Schalke holt das Ding wieder. Boah, aufgepasst, Yoshida. Eckball Hertha und dann wird es das gewesen sein. Plattenhardt. Boah, und da ist sogar noch das 2:0, Toussaint. 2:0 für die Hertha also. 2:0. Und das wird es ja auch in dieser Partie gewesen sein. So ist es. Da ist der Abpfiff. Schalke verliert in Berlin mit 2:0. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier meinen Kanal Knotschi Gaming und schreib deinen Tipp für Sonntag unter diesem Video in die Kommentarfunktion. Danke für jeden, der mich auf diesem Weg hier bei diesem Projekt supportet. Am Sonntag muss da unbedingt mehr bei rauskommen. 6-Punkte-Spiel gegen die Hertha, das wird wegweisend. Aber jetzt bin ich erstmal raus, sag Glück auf und ciao.